Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt im New Game Plus Modus. Wir stehen hier immer noch bei dem Kollegen und haben ihm ja gerade die Farbe gegeben. Jetzt gucken wir mal, wir wollen ihm jetzt hier auch nicht unbedingt was wegnehmen. Und dann werden wir jetzt mal schauen, was wir als nächstes in Angriff nehmen werden. Wir wollten ja so ein bisschen, ich glaube, ich hatte gesagt, ist jetzt schon die letzte Aufnahmesession, ist ein bisschen hier. Wir wollten uns ein klein bisschen um die Nebenquests kümmern. Oder um die Hexeaufträge? Ich wollte gar nicht mehr. So, damit warten wir noch. Mit Gewinn warten wir noch. Was haben wir mit Hexeaufträgen? Dann gehen wir mal hier. Ne, das machen wir noch nicht. Das ist nämlich grün. Das heißt entweder Heart of Stone oder Blood and Wine, meine ich. So, der vermisste Bruder ist ein bisschen hoch von der Stufe her. Das ist auch grün. Das ist alles grün. Ja, das hat doch nichts mit denen zu tun. Keine Ahnung. Gab es nicht irgendwo schon mal eine, auf jeden Fall, wo wir gesagt haben, das war... Ja, hier, das wäre jetzt zum Beispiel. Ja, steht da unten dann auch. Dann ist das doch nicht Dings. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns hier mal... Empfohlene 73, 64. Ja, wir gucken uns das einfach mal an. Mysteriöse Spuren auf oder in Wielen. Kann natürlich durchaus sein, dass wir da krepieren werden. Aber wir werden sehen. So, irgendwo da unten ist es. Reisen wir mal nach Lindenthal zurück. Reisen wir mal nach Lindenthal zurück. Mein Verkehrsmittel hat augenscheinlich mal wieder Verspätungen und Verzögerungen im Betriebsablauf. Wer kennt es nicht? So. Oh, noch Hundi. Ja, bravo. Au, 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 weg. So, da ist nichts Neues am Brett. Und dann sprechen wir doch mal mit dem Jäger. Weidmannsheil. Hallo. Guten Tag. Was denn? Nur so zickig. Unglaublich. Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein. Aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ja, ich... Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Ja, das heißt eigentlich Weidmannsheil, das müsstest du als Jäger eigentlich wissen, aber was will man erwarten? Nicht wahr? So, dann legen wir mal los. Die paar Schritte. Würde ich sagen, laufen wir eben. Ist ja hier auch eine romantische, schöne Gegend und so. Bestes Wetter. So. Und dann gucken wir mal, was hier so zu finden ist. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus, alles. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Na gut, da muss ich nicht jeden einzelnen Wolf durchgehen, das ist schon schön. Groß, richtig groß. Leider ja. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir da vielleicht nicht hochkommen. Dann hätte ich sagen müssen, wir machen das später.
Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. So, dann folgen wir mal Geralts Jägernase. Ja, riecht ein bisschen komisch. Wie Blue, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Da liegt noch ein. Das totes Tier. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Eher ein Kackehaufen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Dann machen wir das doch. Da ist ja wieder was angeben markiert. Hier hoch. Sieht gut aus. Und das Problem ist wahrscheinlich der Marker. Würde uns das wieder nicht richtig anzeigen. So, bam, 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 finden einen Weg in die Höhle. Oh, das ging sehr tief runter. Ja, das war natürlich geplant. So, gehen wir mal da ein Stückchen weiter. Irgendwo wird uns hier hoffentlich irgendwas anmarkern. Da kommen wir ein bisschen Aromwurzel mit. Und ein Krähenaugeroch, das wird ein lecker Abendessen. Gut, da geht's sehr tief runter. Das kannst du jetzt nicht tun. Was haben wir hier? Oh, ein Krähenauge kommen, nehmen wir es nicht mit. Hier ist noch was Neues. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Bier ist schon länger in der Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Kackehaufen war, wie wir vorhin schon mal hatten. Ne, ich glaube aber nicht. Hier ein Höhleneingang sein. Ich mag keine Höhlen. In der Nähe. Ja, in der Nähe ist immer eine sehr taktisch klare Ansage. Ah, neue Markierung Eingang. Hervorragend. Das geht da aber tief runter, würde ich sagen. Naja, schauen wir mal. Tup. Hallo, Herr Bias, sind Sie zu Hause? So, als erstes gucken wir mal, was jetzt für den Bias für ein Öl hilfreich wäre. Was ist der Bias? Was ist der Bias? Das ist nicht ein Relikt. Und zwar bräuchten wir dafür Reliktöl. Ja, das ist nicht ganz unangespannt im Relikt. Zack. Zack. Da mal ein rüber. Einmal zu unseren Ölen. So. Drakoniden, Konstrukten, Nekrophagen, Verfluchten, Insektoiden, Geister, Vampire, Reliktöl. Müssen wir mal gucken, dass wir das gute Reliktöl noch mal irgendwann herstellen.
hier auch unser Schwert. So, dann war an... Können wir eben schnell gucken, was wir da am besten für Bomben mitnehmen. So, yes. Samum oder Teufelsbovist. Samum oder Teufelsbovist. Kartesche. Mondstaub. Nordwind. Samum. Und Teufelsbovist. Auch schon mal die erste in die Hand. So. Aua. Und dann gucken wir mal, was wir so reißen können. Hallo, Herr Biest. So, hier ist er ja augenscheinlich reingekommen. Ja, zieh dich hoch, Junge. Wir werden aber ja nicht wieder rausgehen. Wir sind ja gerade drin. Und dann gucken wir mal. So. Oh, ist er das noch vielleicht nicht schon? Lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Ja, untersuch doch mal die Spuren, Kollege. Wofür habe ich dich in die sauteure Ausbildung zum Spurenlesen geschickt? Spur. Aber sie ist zu klein für einen BS. Super. Haben wir uns jetzt vorbereitet und es gibt gar keinen BS? Das wäre doof. Da war noch ein Untersuchungsbutton. Die haben beide viel Blut verloren. Servantpilz. Ja, bitteschön. Kocht in Sahnesoße. Abdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Sollen die Scheiße schmecken. So. Das sieht mir aus einer Kiste aus. Nehmen wir alles mit. Ja, Bücher lesen wir jetzt gerade nicht. So. Eine Pionierhose. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Okay. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem BS um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Ein Short. WTF ist ein Short, ein Brüllaffe. Hervorragend. Ist es nicht toll? Wäre es ja natürlich super, wenn das die gleichen. Wenigstens auch Relikt. Und es hilft aber nur der Teufelsbovist. Haben wir den zufälligerweise ausgestattet? Also ausgestattet haben wir ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir ihn in der Hand haben. So, zack, zack. Ja, Hammer. Passt. So, bereite die Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezeptes vor. Das machen wir auch. So, das sollte dann hier bei den Questgegenständen sein. Geleitbrief, Kristallschädel, Auge, Eichhörnchenschwanz, Heimnis von uns, das haben wir schon gelesen, gewinnt. Gut, hätte eigentlich hier sein sollen, aber irgendwo haben wir das Rezept. Hier auftragen wir uns aus dem Sumpf. Nee. So, wir nehmen hier alles durch. Zurück. Hier ein Rezept. Leder. Ganz viele Mutagene. Oh Gott. Können wir auch langsam mal ein bisschen mitarbeiten, würde ich sagen.
So, wo ist denn das Rezept? Sacré bleu. Super. Bereite Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezepts vor. Und wo ist das alchemistische Rezept, bitteschön? Mal gucken, ob sich das so irgendwie aufklärt. Savon, Pilze. Ich glaube, da hing ich schon mal. Das war irgendwie ganz. Ganz easy, einfache Geschichte hinterher. Ich weiß noch nicht mehr, wie das war. So, hier gibt es noch irgendwas Neues. Wo stand hier irgendwo mal, was man noch dazu gekriegt hatte? Neue Gegenstände. Shit. Gerald erkannte, dass das Monster nicht die eigentliche Bedrohung der örtlichen Bevölkerung dargestellt hatte. Eher die Kreatur, von der es getötet worden war. Ganz recht. Etwas war schneller gewesen. Als Geralt und Hatte den BS getötet, der Hexer vermutete, dass es sich um einen Chord handelte, der mit dem BS um das Revier gekämpft hatte. Es blieb nur, das mächtige Monster zu sich zu locken und zu versuchen, es zu erlegen. Ja, das würde ich auch gerne tun. Aber ich habe das Rezept nicht. Mal das Inventar ganz in Ruhe durchgehen. Questbücher. Gehen wir die Questbücher mal eben alle durch. Bezweifle ich eigentlich. So, dann gehen wir mal direkt in die Alchemie. Ich denke mal, dann wird das hier irgendwo. Wird das hier garantiert irgendwo mit drin sein. Zack, 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 zack. Quest. Schockhöder, alle Teile von. Es geht doch, wenn man nur will. Zack, herstellen. So, dann haben wir ihn hergestellt. Verteile den Köder um den Hügel. Weil fünf dafür müssen wieder raus. Ungern, weil war ja doch nass, nass und trocken hier, ja. Oh, oh Gott. Ich sollte auch mal irgendwie, wir pennen mal eben eine Stunde. Ich vergesse immer, dass das eventuell tief runtergehen könnte. Das sollte Geralt nicht allzu oft machen. Das könnte irgendwann schmerzlich werden. So. Wie verteile ich den jetzt am geschicktesten? Kann ich ihn irgendwie in die Hand nehmen? Das war eher die Bombe. Aber ist auch geschickt, eine Bombe zu verschwenden. Gegenstand, da ist es. Jockhöder. Legen uns den mal dahin. Und dann nehmen wir ihn mal in die Hand.
Dann verteilen wir ihn mal. So, das war Nummer 1. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Shorts auf sich ziehen. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Den Geruch dürfte es meilenweit. So, was mir gerade anfällt, ich weiß gar nicht, ob das Schwert noch geölt ist. Ja, ist es noch. So, und Nummer 4. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. So, Bombe am Mann, Schwert ist geölt. Dann sehen wir mal zu, dass wir wieder in die Höhle kommen. Nicht dein Ernst, oder? Machen wir uns mal hier zwei gegrillte Schweinefleisch rein. Und dann harren wir der Dinge, die dort kommen mögen. Ach ja, schönen guten Tag auch. Au! Ich war noch gar nicht bereit. Ups. Das zählt jetzt natürlich nie. Ich war noch gar nicht so weit. Ich hätte die Kacke nicht mitnehmen, oder? Oh, cool. Brauchen wir eine Portion für schlechte Zeiten oder so. Ich weiß gar nicht. Können wir hier auch vorsichtig runterspringen? Einigermaßen. So, auf ein neues. Sieht aber auch gewalttätig aus, gell? Komm schon. Wie die Banditen in Wählen sagen, aus dir mache ich Hackfleisch. Komm schon, komm näher. Ich hab nichts getan. Ich war's gar nicht. So. Speichern nicht, dass wir gleich sterben und so, wir können hier Fackelarmbrust, das ist alles in Ordnung. Bomben brauchen wir jetzt gerade keine mehr. Und dann holen wir uns nochmal eben unsere Belohnung für den Short ab. So, fall vorsichtig darunter. Blödsinn. Hallo Plötze. Ah. Schneller. Jawohl.
Plötzlich, du hast ein bisschen unglücklich geparkt. Aber macht nichts. So. Was denn? Ja, was wird's sein? Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. So. Damit haben wir die Nebenquest auch abgeschlossen, den Hexerauftrag. Und kommen dann auch zum Ende. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal nochmal an, ob wir noch einen Hexenauftrag oder was anderes machen. Bis dahin sage ich jetzt wie immer schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen macht. Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.